geht's gut? Ja, wir sind gut, ihr lieben Leute. Das kennen wir seit vor weit und breit. Zum Heimatabend nach Schwarzenbach, das ist klar, der stattfindet auch jedes Jahr. Und viele Leute sind heute gekommen, auch der Musikanten und Sänger. Die werden heute fein singen und spielen, so manchen Wunsch erfüllen. Und das sollt ihr jetzt erfahren, das mit einem Applaus nicht sparen. Die Gruberernte hat mich angerufen und das ist kein Schmäh, hat gesagt, du, ich brauche für meinen Heimatabend nur einen Kaufrasee. So habe ich mich zusammengepackt, ohne Fragen, bin reingefahren und tue ihm ein wenig was vortragen. So gehen wir es auch in Gottes Namen, jetzt sind die Sänger und Musikanten dran. So wünschen wir ihnen ein paar schöne Stunden hier beim Heimatabend in Schwarzenbach in dieser netten. Wie heißt es? Oderlumpen? Alten Halunken. Kannst du dich gleich vertrauen, das ist ein Wahnsinn. Dann haben wir uns einen Seferin, wir haben einen anderen von Frosé, der Fredl ist eher als Gast da, der hat sich sofort schon der Kasse sitzen dürfen, aber dass er mal Abwechslung ist, haben wir gesagt, wo ich mein Schäferin ist in Lief, weißt du schon, da wird man es abwechselnd sein, gell? Aber da ist nichts drin bei uns zwei, gell? Dann haben wir das Lampisberg drin, die haben in 7 Jahren das letzte Mal gesungen bei uns, die waren schon zweimal da und da war sogar die Nachfrage nach einer, dann habe ich angerufen, die haben vorher gesagt, ob es Zeit gibt, kommen und die Zusage war da, jetzt sind sie nämlich gefreut und natürlich auch, dass sie wieder da sind. Die Annemarie und die Kerstin, die Annemarie ist der Kerstin, meine Lehrerin. Die zwei, die sind halt auch schon ganz schön gutes Duo. Die bringen auch sicher was Schönes wieder.
Und die Peppa und der Franz, das sind meine zwei. Wir gehören schon zu den Alten, aber bei den Alten bist du gut gehalten, nicht? Schon heißt das. Genau, so ist. Und so möchte ich den ganzen Verlauf heute ein gutes Ding wünschen. Ich hoffe, dass ihr euch gefreut habt mit dem Ganzen. Und ich darf jetzt gerne den Schäferin das übergeben. Die erste Gruppe haben wir schon ein bisschen gehört. Die Alten Halunken, der Verfitten und die Stiegel sagt es, glaube ich, selber. Gell? Ja, ja. Passt. Bitte. Ja, grüß dich gut, immer dumm. Wir brauchen kein Mikrofon, gell? Es geht so auch. Schönen Dank von der Hertha und von Severin für die Begrüßung da. Die Hertha müssen wir so gerne gratulieren, weil sie uns ja auch vorher ein wenig verdauen haben. Und dass sie die auch ein wenig verdauen, sie da am 4. April im Geburtstag gehabt und hunken. Der 70er, nein. Zu jedem Feste wünschen wir das Beste und das ist unser erster Mittwoch auf Fest. Thank you.
Gesang. Die Hertha, die Beppo und der Franz haben schon Aufstellung genommen. Der zwei Tenor, drei Gesang werden uns jetzt zwar Leo zum Besten geben. Und der lustige Echt hast das Erste und Dirmo bist stolz. Und der lustige Ei und der Herrgott zirkt weit und zirkt hin, rück in Urf und zirkt hin, zirkt weit und zirkt hin, rück in Urf und zirkt hin. Und der lustige Stund, die auf mein Herz tut, sag mal hier den Beinhaut, wir sind gut, heute mit Traum. Sag mal mir die Beinhaut, wir sind gut, heute mit Traum. Und ich hab's am Wettbein, ich rot's trinken ein Wein. Sag der Pfarrer zu mir, mir geht's nicht. Da wir dir, so da vorne zu mir, mir geht's nicht, da wir dir. Aber dir, du bist stolz, mein Schwamm. Schon lange her, gell? Aber dir, du bist stolz, oder kennst du mich? Oder sagt uns, wenn ihr Fenster weh, oder sagt uns, wenn ihr Fenster weh. Ich bin dir stolz, ich kenn dich wohl, du bist der Bub, der kennt man so, du bist der Bub. Zweiten. Ich war schon mal da vor ein paar Jahren und anscheinend habt ihr es damals auch ganz gut gemacht, weil wir eine gute Erinnerung behalten. Ja, wir sehr herzlich danken, Hertha, für die Einladung. Wir sind ganz gern wieder gekommen. Ich habe heute die Martina, meine Frau, mitgebracht. Die Kinder haben wir heute bei Schwestern und wie das ist, so ist. Und es ist nämlich so, ich freue mich auf solche Abende wirklich immer wahnsinnig gern, weil einmal Musikant, immer Musikant und mir tut es weh, weil ich jetzt nicht mehr musizieren kann, weil ich so viel unterwegs bin. Aber ich habe immer mehr Freude damit, wenn ich sehe, dass andere Leute dieses braucht, um pflegen und zusammenkommen. Und das, was der Name schon sagt, bei euch Heimatabend da wirklich leben und auch weitergeben. Wenn ich sehe, dass da die Nächste schon sitzt mit der Ziehharmonika und spielt, dann ist das eben eine Riesenfreude. Und auch was ganz wichtig ist, weil wir ja durch all diese Einflüsse, die wir heute haben, da ist von denen ganz weit weggekommen. Und daher wichtig ist, dass wir denen Jungen auch sagen, wo wir eigentlich herkommen, auf was wir spritzen können und das auch weitergeben. Der Professor weiß auch, wir haben vorher bei uns in der Gemeinde das Aufwachen-Festival gehabt von der niederösterreichischen Volkskultur und das war eine Riesengeschichte und wir haben so viele Gäste auch gehabt.
Und das war für uns auch eine große Anstrengung, aber muss ich sagen, auch eine Riesenfreude. In diesem Sinne vielen herzlichen Dank für die Mühe, die dahinter steht beim Organisieren. Und darf auch vielen Dank sagen für das, dass das nicht nur heute passiert, sondern ich weiß bei euch und darf auch vor mir ein Jahr erinnern sein, Schwarzenbach. Immer wieder auch viel Geschichte und dass ich da wirklich auch hin und wieder dabei sein darf. Bei dir bin ich noch gespannt, wie du deine Schmäh erzählst, wenn du da ruhig bist. Aber es wird sich schon ausmachen. In diesem Sinne vielen herzlichen Dank. Einen schönen Abend. So, wir gehen im Programm weiter. Jetzt kommt die jüngste Künstlerin des heutigen Abends an die Reihe, die Kerstin, mit ihrer Musiklehrerin mit Annemarie. Und sie wird uns jetzt zwei Stücke spielen. Die Jochbert-Polka und Im Lerchenwald. Thank you.
Jetzt kommen Gäste aus einem anderen Bezirk, aus Scheps, altbekannte Gäste, das Lampelsberg Trio. Die werden jetzt drei Lieder zum Besten geben und sagt die Titel bitte selber an. Wir dürfen euch auch recht herzlich begrüßen. Es freut uns, dass wir wieder nach 8 Jahren da sein dürfen. Und das erste Lied drückt es auch aus. Aber heute ist ein Tag, der uns freut. Ja, ich muss aber ein bisschen aufpassen mit der Auswahl des Repertoires, weil, dass wir jetzt hier vorbeikommen, jetzt fangen wir ganz seriös an. Das Lied ist nämlich von einer Frau aus Bayern, die drei oder vier Lieder auch im neuen Gotteslob drin hat. Ja? Aber es ist kein religiöses Lied, aber eine ganz liebe Frau, die Frau Kathi Stimmer Salzitter. Aber heute ist ein Tag, der uns freut. So den Jahresablauf darzustellen. Wir leben ja in diesem Jahreskreis und wir freuen uns, dass Frühjahr kommt, wir freuen uns auch über die anderen Jahreszeiten und das nächste Lied, trotz Frühjahr blühend wird, ist so ein Jahreszeitenlied. Thank you.
Wieder die Zeit und die Saison fürs Berggehen. Da haben wir ja alle ganz gern. Und beim Berggehen, der Höhepunkt ist, wenn man zum Gipfel kommt und dankbar in die schöne Welt reinschauen kann. Dankbar, dass nichts passiert ist und wir schämen unsere Heimat ist. Und das kommt in unserem nächsten Lied, mein Gipfelgebet, zum Ausdruck. Ich sage nur Dank für diesen weiteren Heimatabend namens der Kulturregion Niederösterreich und auch namens des österreichischen Volksliedwerkes. Darf dir, Herr Bürgermeister, gratulieren, dass so viel los ist in Schwarzenbach. Ich lese immer die Zeitung, ich schaue die Homepage manchmal hinein. Da gibt es viele musikalisch-poetische Menschen und das freut mich besonders.
Und für heute haben wir doch die gratuliert, der Hertha nochmal zum Geburtstag. Das ist wahrscheinlich geschehen. Und da kann ich auch noch einen Beitrag leisten dazu. Apollo, Apollo, die singe ich ganz gern und die soll ich heute halt für die Gruber Hertha kehren. Und so ist es halt keiner. So ist es halt worden, und vor etwa 60 Jahren bist du ganz gut geboren. Wir wünschen dir zu Geburtstag viel Glück und viel Segen, und wir wünschen es von Herzen, und gut wird das gehen. Ja, gut wird das gehen, das ist ja ganz schön, und da werden wir in etlichen Jahren bei einem Runden da sein. Und jetzt lassen wir die Hertha drei Wochen leben, aber auch nicht vergessen wollen wir uns selber daneben. Um soll sie leben, um soll sie leben, einmal hoch. Um soll sie leben, um soll sie leben, Gut, Alte, das haben wir nicht gesagt.
was das ein Klopfen, die glauben mir allein. Und wenn ein Laus drüber rennt, bricht sie sich nein. Der Kloverflur, dass er gar nicht so schaut. Er hätte auch gerade einen Sänger wollen, der hat sich halt nicht traut. Und der Vizeburger Meister. Hier kann mich nichts an, weil ich weiß genau, hier kann ich nicht an. Flur hat jetzt gesungen und er ist heim gut drauf. Und weil er wirklich schön gesungen hat, kriegt er kräftigen Applaus. Die Tür geht auf, mein Bauch schaut rein. Das kann ja nur der Thomas Franz sein. Vizebürgermeister, der Andreas hat gesagt, er tut nicht sinnieren, er möchte in der Pause auch eine Runde spendieren. Der Nationalrat Johann Höfinger sagt, scheiß auf der Welt, ich zahle gleich zwei Runden, wer ist Nationalrat, hab ich ein ganz schön viel Geld. Die Leute kennen alle super singen heute, das machen wir auch Stanzen miteinander. Ja? Ein altbekanntes Stanzel von der Tolle Draxler, das geht so: ein Floh und ein Flieren sind so schwarz und ein Flieren. Hätte der Floh fliegen von der Flieren, war er da ja nur schwarz und ein Flieren. Also mal langsam sprechen, ja? Das bin jetzt mal auf. Ein Floh und ein Flieren sind so schwarz und Flieren. Jetzt gesungen und jetzt hören wir's halt auf. Und die Halunken spielen bis zu der Pause noch zwei Stickerl drauf. Na, Gstanzl hab ich noch. Die meisten Frauen haben Haar auf die Zähne. Das liegt in der Natur. Aber bei der Kurverhärter hat ja jeder Zahn eine eigene Frisur. Wir haben ja leicht singen, gell? Weil wir hören Ende des Jahres nicht spielen auf, gell? Und das ist schon alles. Jetzt gibt es zwei Stücke für die Hodelampen und dann machen wir die Hodelampen, ja? Ja, zurück die Hodelampen. Und dann machen wir eine kurze Pause, 20 Minuten, und dann geht es weiter mit dem zweiten Teil. Aber da fällt mir gerade eine kurze Geschichte von den Hodelampen da. Von mitten an da. Ja, was tut mit Vornamen schnell? Bist du der Peter, gell? So ungefähr, ja. Da kommt die Zeit heim von Spülen, kommt er heim, liegt seine Frau mit drei Musikanten im Bett, ne? Ich hab's keine Frau. Geht er rein, nur wie sie es noch gehabt hat. Geht er rein, liegen da drei drin, sagt er, na hallo, hallo, hallo. Hat seine Frau gesagt, na, von mir begrüßt nicht. Hallo! Thank you.
Entschuldigung. Ich muss mal warten. Meistens Pensionisten schauen, geht ihr was da sein. Voll viel Geist. Und wer war der nächste Titel? Ein Holzknecht im Wald. Es folgt nun eine kurze Pause und in der Pause hat man die Hertha gesagt, wer ein Herzl verkauft, bitte kauft es fest, Herzl. 20 Minuten Pause, danke. Ich darf nun auf die Bühne bitten, den Bürgermeister der Marktgemeinde Schwarzenbach, Ernst Kudrich. Ihr habt heute schon zweimal gehört, dass die 16. Veranstaltung dieser Art, die unsere Kulturreferentin Hertha Gruber auf die Beine gestellt hat, will nicht nur Dankeschön sagen, Hertha, sondern die auch nachhaltig danken und hat in seiner letzten Sitzung einen Beschluss gefasst und zwar hat er einstimmig beschlossen, dir für dein Engagement, für deinen Einsatz, für dein Bemühen, aber nicht nur für das Kulturwesen, sondern auch für die Bevölkerung in diesen zwei Jahrzehnten eine Ehrenbranche in Gold zu verteilen. Und wir haben heute hochkarätige Gäste und Vertreter des Hohen Hauses, hier Abgeordneter zum Nationalrat, da möchte ich bitten, mir dabei zu helfen. Der Herr Abgeordnete wird dir diese Schmucknadel, diese Ehrenbranche in Gold. Es ist eine Goldplatte hier eingearbeitet mit dem Wappen natürlich. Er wird es vorsichtig an deine Bluse heften. Thank you.
dessen Gebiet passt der Gletscher. Der Peter Peter und der Hans Fletscher, die gängen über den Gusau-Gletscher. Und da wird das Schicksal nicht verhalten, fliegt der Peter Peter nach Etzerspalt. Der Fletscher denkt sich, was kann ich machen? Oh, schreit Lobi, hast du vielleicht einen Haxen gebrochen? Nein! Schreit zurück der zum Fletscher, der steht ganz oben am Gletscher. Was denn? Schreit Lobi jetzt der Hans, sind euch den Händen nicht mehr ganz. Die waren in Ordnung. Schreit er wieder, halt die Pappen, frag jetzt nicht mehr. Jetzt wird's dem Hans wirklich blöd. Ich möchte wissen, was da fehlt. Ich weiß es noch nicht. Schreit zurück der Peter. Ich fliege noch einmal. Drucken Bläder. Jetzt kommt eine traurige Geschichte. Florian Gruber kennt sie alle. Er liegt sterbenskrank im Bett. Seine Frau bei ihm sagt, mein Gott, Mann, lieber Flo, jetzt sind wir 99 Jahre miteinander verheiratet. Der Doktor hat dich untersucht, heute Nacht musst du sterben. Na, der Flo hat gesagt, okay, Herr, trink mir noch mehr Flaschen Wein. Ne? So eine Flasche Wein geholt, und dann haben sie eine Flasche Wein dran. Ne? Haben wir nicht ausgetragen. Ne? Der Florian sagt, der Flo hat gehört, hol ich nur eine Flasche. So eine zweite Flasche auch noch ausgetragen. Ne? Dann sind sie schon wieder ein wenig lustig geworden. Ne? Und der Flo sagt, gehört, hol ich nur eine Flasche. Hat sie gesagt, nein, jetzt hol ich keins mehr, weil ich muss in der Früh aufstehen, du kannst ja schon liegen bleiben. Ich darf eine Person ganz besonders erwähnen, und zwar, ihr kennt es alle, den Bonhofer Frell, da hinten sitzt er, ganz hinten. Der ist nämlich immer da gestanden und hat gesagt, er macht nur heuer mal eine Pause, weil es heuer ein Eintritt kommt, und angeblich nächstes Jahr steht eh wieder da herum, hat er gesagt. Ihr kennt es alle, er fährt ja mit dem Losfunk einmal durchs Bielertal, Lagerhaus. Da ist ja was passiert jetzt. Er fährt aber so ein Bild heimrennen, ne? Und in Grafendorf steht eine Klosterschwester und dort Autoschuppen. Also ich denke, nehme ich es halt mit. Ne? Und ich steige den Lastwagen ein, fahren weiter. Ne? War eine hübsche, junge Klosterschwester. Ne? Und der Freund fährt sich an, hat ein wenig umgeklatscht. Ne? Auf einmal fängt er den Schrei an. Lukas 127! Ein Freund reißt zusammen, ne? Fahren sie weiter. Ne? In der Rumpfsturm hat er es wieder weg probiert, ne? Die fangen wieder den Schrei an. Lukas 127! Ne? Jetzt hat er sich den Schwerwagen das aussteigen lassen. Ist er heimgefahren, hat seinen Lastwagen angestellt, auf die Nacht hat er sich gedacht, jetzt muss ich nachschauen, was das heißt. Hat er die Bibel gesucht, hat er geschaut, Lukas 127, da ist drin gestanden, mein Sohn, du bist am richtigen Weg. Hört ganz einfach die Almen, wie viele schöne Stunden haben wir schon auf die Almen verbracht, und darum ist die Sehnsucht nach die Almen gerade im Frühjahr recht groß, dass der Schnee wieder weggeht, dass wir auf die Almen kommen. Der Boy.
sehr, der Sven Ebert Dreigesang. Was das Frühjahrkind und die Sängerin. Zwei Lieder mit der Hertha, mit der Peppel und mit Franz auf der Gitarre. Gute Unterhaltung. Von hier zu Mai, das Endrinke, durch Säul, mein Neulinei. Du sing ihr euch, mein Lied Juche, und jo, das war recht fein. Und wir sind zu dem Hüterchen, da wird voll mein Sängerin. Sie steht voll frei, wir sind dazu. Grüß dich Gott, mein Gott. Sie steht voll frei, wir sind dazu. Grüß dich Gott, mein Gott. Du bleib ich heut, bin ich da drin, die ganze lange Nacht. Bei meiner Wirt, Sämmerin, ja, da wird scherzt und klopft. Und kommt der Morgen einer Grau, da gibt sie mir ihr Hand noch drauf. Du bleibst mir still, zum Herz und Zinn, wird die Gott, mein Sämmerin. Du bleibst mir still, zum Herz und Zinn, für die Gott, mein Sämmerin. Drei Jahre und die Virus kam, und du schießt ganz gefährlich los mit den Jungen. Gibst du deinen Opi, Opium, halt Opium, den Opium? So logisch, ne? Oder wenn das Frühjahr jetzt kommt, das Frühjahr kommt und alles wird wieder grenier und auch die Weiberleid werden wieder schön. Trag kurze Kiedeln, bis ich was knie oder höher noch, wer weiß es nicht. In so einem Fall ist es dann schon, wo noch eine dicke Haxen wird. Das ist ein Schüttelrein. Einen Gemeindeschüttelrein gibt es auch in Schwarzenbach. Ernst Kulowitz, Bürgermeister, der mächtige Vizebürgermeister Andreas Ganos, der prächtige. Die Gemeindebäuerin Andrea Käfer, die schmächtige. Und noch 12 Verdächtige. Mein Stammwirt ist ja der Kemetner in Schwerbach, den kennen wir nicht mehr angehen. Da gibt es ja auch einen schönen Spruch. Der Kemetner sieht dick, das Hochland rinnt zu dir, im falschen gefordert kennt man vier. Oder einen Frankenpelzer Schüppelrein. Der Hösel Gerhard ist ganz zerrafft. Er hat vorige Woche noch einen Traktor verkauft. Beim Hösel geht die Tür auf, ein Bauch schaut herein, es kann nur der Eberhard Herbert sein. Alle Zuhörer arbeiten bei den steirischen Harmonikas, die Kerstin und Janneberg werden uns noch ein Stück spielen, und zwar den Landler aus Dorfstetten. Bitte sehr. Thank you.
sagt der Erste, ich habe jetzt gebettelt und habe 100 Euro erbettelt. Und der andere gesagt, wie hast du denn da? Ich habe mir ein Schild umgehängt, ich habe Hunger, habe ich 100 Euro gekriegt. Und der Zweite gesagt, das ist ja gar nichts, ich habe 200 Euro gekriegt. Und ich gesagt, was hast denn du da? Na, ich habe ein Schild umgehängt, ich habe Hunger und Durst, habe ich 200 gekriegt. Und der Dritte gesagt, das ist ja gar nichts, ich habe 500 zusammengebracht. Und die anderen zwei gesagt, wir sind leicht da. Ich habe mir ein Schild umgehängt, da ist umgestanden, ich will nach Hause. Olympische Sommerspiele, Hammer werfen, ja. Der Russ nimmt den Hammer und wirft den 100 Meter. Neuer Weltrekord. Haben sie gesagt, wie machst du das? Na, der Russ sagt, mein Großvater war Hammerwerfer, mein Vater war Hammerwerfer, nur Training. Na, da kommt der Amerikaner, der nimmt den Hammer und haut 200 Meter aus. Haben sie gesagt, wie machst du das? Na, der Amerikaner gesagt, mein Großvater war Hammerwerfer, mein Vater war Hammerwerfer, ich Hammerwerfer, nur Training. Ne? Na, da kommt der Österreicher, nimmt den Hammer, der Christ Nierfl, haben 500 Meter da nicht, nicht mehr Wahnsinns Weltrekord. Ne? Haben sie gesagt, wie tust du das? Ja, er hat gesagt, schaut her, mein Großvater war arbeitslos, mein Vater ist arbeitslos. Und die zwei haben zu mir gesagt, Buh, wenn du meinen Hammer in den Tag kriegst, hau so weit damit, dass du nicht mehr fällst. Zum Finale der zwei, drei Täler. Gesang wird uns jetzt mit dem Lied Lasset uns das Leben genießen zum Abschluss kommen. Lasset uns das Leben genießen, lasst uns froh und heiter sein. Kommt des Morgens mein Liebchen gesprungen, will sie gleich umarmet sein. Und ein Liedchen wird dann gesungen, trinke doch, schenke dein. Bald sind die Jahre der Jugend vorüber, drum lasst uns froh und heiter sein. Denn die Zeiten, sie kehren nie wieder. Trinket aus, schenket ein. Denn die Zeiten, sie kehren nie wieder. Trinket aus, schenket ein. Wenn wir einsterben müssen, was wird das für Kummer sein? Alle Mädchen werden weinen, trinke doch, schenke dein. Bald sind die Jahre der Jugend vorüber, drum lasst uns froh und heiter sein. Denn die Zeiten, sie kehren nie wieder, trinke doch, schenke dein. Denn die Zeiten, sie kehren nie wieder, trinke aus, schenke ein. Prost! Wir kommen zum Schluss, zum offiziellen Schluss. Ich darf mit einem Gedicht schließen, was, glaube ich, ganz gut passt heute. Das heißt, eine Welt ohne Musi. Eine Welt ohne Musi. War wie eine Wiesen ohne Blier, war wie ein Bach ohne Wasser, war wie ein Haus ohne Tier. War ein Herz ohne Freud, war ein Schlaf ohne Traum, war eine Nacht ohne Sternen, war ein Wald ohne Baum. Eine Welt ohne Musik,
war ein ausgeschimpfter Brunnen. War ein Himmel voll Wolken, war ein Tag ohne Sonne, war ein Tag voller Nebel, war ein Morgen ohne Tau, war ein Trieb in das Wasser, ganz kalt und ganz klar. Eine Welt voller Musik, das war eine Freude. Eine Welt voller Frieden, eine Welt ohne Streit. Eine Welt voll mit Brüder, war eine Welt voll mit Liebe, war eine Welt voll mit Sonnenschein, bis zum Ende hin nie drüber. Darum dank, mein Herrgott, mehr möchte ich nicht so, für die Leute, die uns die Musik ins Herz eintragen. Die uns vor den Schein, das gibt da im Leben, wir heint voller Freuden ein bisschen was geben. Das sind besondere Leute, vor denen ein Lob, da trank so bescheiden dahin die schöne Gab. Da trank so bescheiden dahin so viel Freude, die so Not hält, gerade jetzt in unserer Zeit. Und ich übergebe noch das Schlusswort, natürlich der Hertha Gruber. So wie alles ein Anfang hat, so hat es wieder ein Ende. Und wir sind jetzt wieder so weit. Ich glaube, es ist eh ganz schön lange Zeit. Es war schon ganz ein angenehmes Publikum. Habt ihr aufgepasst und wart stark und habt nicht gebraucht. Dafür sage ich recht einen schönen Dank dafür. Es ist für die Stimme schlecht und für die Musikanten war es noch schlechter. Aber ja, so, jetzt möchte ich mich, Seferin, bei dir mal bedanken. Ich glaube, du hast das so gut umgebracht und umgetragen, dass alle frei gehabt haben. Geh, magst du mir das Kerl auch da? Nein, ist eh schon da. Seferin, ich sage herzlichen Dank dafür. Du kriegst ein Herz von mir, darfst du deiner Frau antragen. Jetzt kann es jeder schön, dass es von mir ist, weil wir so einen alten Geiser sind. So, bitte, ich komme zu außen, die Mitwirkenden alle zu mir, kriegt ihr Herz ab. Eko, bitte. Danke. Franz, danke vielmals. Danke vielmals, gell, Dankeschön. Danke vielmals. Ich hätte das gern umgehängt, aber du wolltest den schon umgehen. Danke vielmals. Jeffs und Mama müssen auch aufkommen. Danke vielmals. Engelbert, danke vielmals. Was bleibt es doch, wir machen ein gemeinsames Foto. Annemarie, danke, gell? Kerstin, danke schön.